Da bin ich in Ländern wie China doch irgendwo optimistisch, dass die sehen, wo die Reise hinläuft und eben auch bereit sind, die Zukunft anders gegen die Gegenwart abzuwägen, als wir das tun. Ne? Wir haben sicherlich viel erreicht. Wir können uns auf eine lange Tradition irgendwo verlassen, auch berufen, aber in dieser Welt, die uns jeden Tag neu, vor neue Herausforderungen stellt, ist das allein nicht ausreichend. Ich finde es schön, wenn alle so richtig hart und viel arbeiten wollen und es gerne machen, weil sie fürs Unternehmen was erreichen wollen. Und das ist bei Porsche auf jeden Fall sehr stark gegeben. Ja, das ist im höchst eigenen Interesse des Unternehmens. Der Markt diktiert. Mhm. Ja. Und wenn Sie in die Zukunft gucken, wie wird dann Ihr idealer Topmanager oder Ihre ideale Topmanagerin aussehen? Leistungsorientiert. Mhm. Und alles andere ist egal. Ja. Egal wie. Egal wie. Egal wie. We do have this extraordinary power. I mean the power of imagination. Every feature of human culture is the consequence of this unique capacity. But I believe that we systematically destroy this capacity in our children. We often use our children as a metaphor of being pulled by parents and by schools. Weil wir denken, dass der Wettbewerb so wichtig ist, fangen wir an, unsere Kinder immer früher auf diese Konkurrenzwelt vorzubereiten. Und eigentlich müsste es andersrum sein. Wenn Sie in die Zukunft gucken, wie wird dann Ihr idealer Topmanager aussehen? Leistungsorientiert. Alles andere ist egal. Egal wie. Egal wie. Egal wie. Die Verkürzung des Lebens auf die Ökonomie ist eine der schlimmsten Entwicklungen unserer heutigen Zeit. Jeder weiß, dass die Schule nicht das Leben ist. Mein Leben aber ist die Schule. Was heißt, dass da etwas falsch gelaufen sein muss? Was weiß denn die Schule von den wahren Bedürfnissen der Kinder? Das Schulprogramm geht von dem Konzept der Erwachsenen aus und da soll man Kinder hineinschwingen in diese Form. Ce qu'on doit à l'enfant, on lui doit le bonheur. Jedes Kind hat andere Eigenschaften und die bringt es mit auf die Welt. Und deshalb ist jedes Kind eigentlich hochbegabt. Fertig.